Moin moin ihr Bösewichter, Knochen wieder hier. Heute fahre ich den T-34-57 mittelschweren Panzer bei den Russen Battle Rating 4.3. Wir bringen 28 Tonnen auf die Waage, 28,1 Tonnen um ganz genau zu sein. 54 km/h fahren wir maximal und 5,7 cm Geschütz mit an Bord. Ja, das klingt wie so ein Flugbegleiter. So, ich werde jetzt hier nicht gleich vorfahren, denn ich will noch ein paar Minuten am Leben bleiben, sollen die sich erstmal alle zerfetzen lassen hier. Ist jetzt nicht sonderlich kollegial. Ich frage mich, ob welche, da fahren echt welche hin, zu dem anderen Punkt, wo sonst der A-Punkt ist und wir da immer unsere Kills versuchen zu farmen. Ich fahre auch mal dahin. Denke ich, oder? Ich weiß es nicht. Nee, das ist eigentlich ist das ziemlich dumm, da jetzt hinzufahren. Eigentlich ist das bescheuert. Also lassen wir das. Ich würde versuchen, irgendwie mit, sie kippen schon, mit Vorsicht hier ranzugehen, aber das ist gar nicht so einfach, denn wie will man hier vorsichtig sein? Man braucht halt wirklich auch viel Glück und ein taktisches Verständnis, das oft fehlt, gerade bei mir. Also, guck mich mal um. Nichts los hier. Das Blöde ist, da ich selten in die, selten in die Festung fahre. Da war nur ein NPC. Aber dahinter steht noch ein Spieler. Oh shit. Warum schieße ich, wenn der so voll Granate durch die Botanik fährt? Das ist schon ziemlich dumm. So. Ich versuche mich mal irgendwo dahinter zu verstecken hier. Die Frage ist natürlich, von wo kommen die Leute jetzt hoch? Wäre mal wichtig zu. Oh shit. Wäre wichtig zu wissen, ehrlich gesagt. Doll war's nicht, doll war's nicht. Wo ist er? Hat sich irgendwo versteckt dort. Also irgendwie ist er noch schnell rangekrochen dort. Und diese ganzen beschissenen NPCs, das interessiert mich jetzt erstmal nicht. Idiota, gut. Dann haben wir das auch geklärt. Wusste ich doch, der hat sich da irgendwo versteckt. Einziger Trumpf ist gerade, dass mein Fahrzeug recht wendig ist. Und ich will nicht wirklich vorfahren, ehrlich gesagt. Aber ich werde es wohl tun. Trotz allem. Guck mal, wie viele Gegner hier sind. Ich habe doch letztens habe ich so eine. Wieso kann ich diese Ruinen nicht umfahren? Was ist das denn? Oh, ich habe den KV2 gesehen. Ich fahre wirklich wie der letzte Anfänger. Das ist ja schon ziemlich peinlich. Hopp, 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 Platzsperre. Okay, der Avenger schießt auch auf den. Wir müssen hier nochmal Artillerie rausfeuern. Das war jetzt wahrscheinlich Artillerie auf den NPC. Ey, wer schießt hier von wo? Wer schießt hier von wo? Wahrscheinlich wäre es schon besser, wenn man irgendwie sich runterbegibt oder verkackt der Kaffee 2. Ja, jetzt wird's. Ich dachte mir gerade noch, nein, Vater, nicht lang. Ich habe ihn noch gesehen. Gut, der Kollege hat sich jetzt also einen Kill gelackt. Ich muss natürlich zusehen, wie ich hier jetzt klarkomme. Das ist scheiße. Das war schon richtig dämlich.
Gut, es ist spät. Wir haben es jetzt ungefähr 2:30. Und man, jetzt ärgere ich mich natürlich. Das sind so Sachen, man ist halt auch nur Mensch und baut halt auch mal unsere Scheiße. Macht dann solche Fehler. Und ich denke mir jetzt natürlich, Drecksau. Drecksau, denke ich mir gerade. Oh, bleib bloß nicht stehen hier jetzt. Jo, ich schnauze voll. So. Ich meine, gut. Wir haben eingenommen, darum geht's aber nicht. Das ist nicht Sinn der Sache, hier nur durch die Gegend zu fahren, bis man irgendwer einnimmt. Okay, jetzt hat er versucht, die alle wegzunehmen. Ich gehe mal ganz kurz ins Lüftle. Ich bezweifle, dass diese Mauer hier standhalten würde. Aber wer weiß. So, ich stehe dort. Da haben wir den Typ, der mich gekillt hat. Und der 52er da. Achilles, echt ein Achilles. Hat der auf mich geschossen, gerade der Typ hinter mir? Oder? Gut, ich stehe dort. Oh, das war eine knappe Sache. Mal raus hier. Und hier Artillerie bei. Ich schmeiß das einfach mal hier rauf. Die warten eh schon drauf da. Smack the brain, smack. Wie smack? Wie smack mal oder was? Dieser verkackte Kopf war zwar schon wieder. Natürlich, irgendwie will man vor und letzten Endes will man ja doch nicht vorfahren. Ist schon knibbelig. Shit. Müssen wir zusehen, dass ich irgendwie in die Festung fahre. Aber sehe schon, der Eingang ist versperrt. Da gammeln die ganzen Typen wieder rum. Also werde ich wohl außen rumfahren. Falls das noch was bringt. Irgendwie müssen wir rein da. Oder ich bin ganz bekloppt. Ah ja, ah ja, ah ja. Ja, oder ich bin ganz bekloppt. War unten lang. Ho. Hohoho. Toll ist das nicht. Wo stand der letztens? Hier oben, oder? Hast du keinen Bock hier lang zu fahren? Es fühlt sich schon wieder nicht gut an. Ja. Da steht ja schon wieder dieser Vogel. Ich müsste irgendwie. Oh, ich habe Kettengeklapper hinter mir. Ich fahr doch vor, Mann. Oh mein Gott, Feuer schnell, Feuer schnell. So, jetzt noch ein bisschen Unterstützung hier. Ich befürchte, dass er mich gleich schon wieder wegrotzt hier. Wow. Hänge ich hier aber echt. Jetzt habe ich was. Jetzt habe ich Probleme. Ah, guck dir diese Scheiße an. Was macht der Typ? Wieso schießt er nicht? Du bist doch ein dämlicher Spaß, ey. Worauf hat er jetzt gewartet, echt? Der stand doch schon hinter mir. Hätte er doch nur mal nach links oder rechts raufgucken müssen. Ja, diese KV-85, das sind eigentlich auch die.
Dummkiddy-Panzer, so wie ich sie auch gerne fahre. Ich meine, damit muss man wirklich nichts können. Um einfach nur irgendwie stehen bleiben und zu sehen, dass man irgendwas vor die Flinte kriegt, das mache ich ja dann auch, wenn ich Dinger fahre. So, ist der ZSU 37, auch ein ganz cooles Ding eigentlich. Irgendwo sind Gegner. Jetzt müsste also direkt vor mir jemand sein. Ich habe eine Abschusshilfe, cool. Spaddel ist weg, ich gehe mal rein hier. So ein Dreck! Was für ein Wichser! Ich sage, diese ganze Bomberscheiße ist sowieso voll übertrieben. Vor allem, wenn du mit einem Bomber reingehst, der drei Bomben hat. Was ist das denn? Das ist für eine Kacke. Und ich sehe da Leute, die haben keinen Kill mit dem Panzer gemacht. Ne? Schon öfter gesehen. Ja, aber ständig mit ihren verdreckten Bombern, weil die einfach mit irgendwelchen Panzern, die einfach schwerstens kaputt gehen. Ja. Die ganze Zeit wie die Dummspasten irgendwo rumstehen. Jetzt erst schon wieder hier da. Schleim die Katze. Ne? Irgendwie dumm rumstehen. Jetzt hat er irgendwo Probleme, hat gerade den Chat gelesen. Also nochmal, dumm rumstehen und ja, einfach Punkte kriegen, dadurch, dass sie die ganze Zeit beschossen werden. Ja. Von Panzern, die einfach nicht ihre Panzerung durchbrechen würden. Und dann können sie sonst wie oft, wie ich habe das letztens gesehen, ich habe sogar ein Replay davon. Da ist einer dreimal mit Bomber rein und killt insgesamt 7 Leute mit seinen verschissenen Bombern. Ja. Hat aber keinen Panzerkill gemacht, weil der ständig irgendwo in der Botanik stand. Dann haben versucht, Leute da hinzufahren, aber der hat sich keinen Millimeter bewegt. Der stand da einfach nur drumrum. Messer, wie der ist ausge. Der ist fertig hier, oder? Naja, wie auch immer, wir machen noch eine Runde. So. Gucken, wie es jetzt läuft. Hier gibt es ja auch wieder nur einen Punkt. Guck mal kurz rein, was sind die denn so also unterwegs hier? KV1. 85er, was ist das denn? Panzer 470, ne? GMC. Okay. Gut, die teilen sich da alle auf. Bei dem einen Punkt ist kaum wer losgefahren. Warum auch? Ich kann mir gut vorstellen, dass das hier wieder ein ordentliches Gemetzel wird. Ich muss kurz überlegen, fahre ich jetzt hier rum? Ja, ich glaube, ich fahre hier auch lang. Jetzt übrigens in El Alamein, aber ich glaube, das muss ich nicht extra erwähnen hier. Okay, die wollen sie flankieren. Aber da noch niemand zu sehen ist. Oh. Zwei von uns sind schon weg. Ich glaube, das ist nicht so cool eigentlich. Und dann würden sagen, nee, ist eher schlecht, wenn schon zwei vom eigenen Team weg sind. Gut, aber noch ist alles offen. Immer schön gucken hier. Das Blöde ist, da ich hier sonst nie lang fahre, weiß ich gar nicht genau, wie der Weg hier ist. Aber ich schätze mal, ich sollte mich irgendwo positionieren und mal ein bisschen Artillerie schmeißen. Also ich glaube, da durch die Klippe... Oh, was ist das denn? Aha. Eine Felsendecke. Was? Alter. Was soll die Scheiße? So ein verkackter Glitch und ich komme hier nicht hoch, oder was? Jetzt verschwindet mein Panzer. Ey, hallo? Was ist das für ein Dreck hier? Gaijin, echt jetzt? Ihr seid bescheuert. Wie komme ich hier jetzt raus? Alter, komm, fahr hoch, Mann. Oh, ist das frustrierend. Ich merke gerade, wie die Aggression so richtig in mir hochsteigt. Ich muss doch irgendwie aus dem Scheiß hier wieder rauskommen. Ja, tolle Wurst. Pff. Hallo? Die kloppen sich da schon Schädel ein und ich hänge hier an so einem Glitch fest. Nee, ey, echt. Da hat man ja richtig Bock zu spielen.
So, da ist auch ein Spawnpunkt von denen. Ehrlich gesagt nicht hier schon wieder so ein... Oh. Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Gut, jetzt stehe ich hier zwar schön, aber ich will mich auch nicht wegbrellern lassen hier. Ist ja irgendwie logisch, ne? Und natürlich sehe ich jetzt nicht, wo er hinschaut. Ich könnte mir vorstellen, dass... Scheiße. Hilft ja nichts. Wahrscheinlich werde ich gleich abgeschossen werden. Wahrscheinlich werde ich gleich abgeschossen werden. Obwohl, nee, da, ich glaube, das grammatikalisch richtig. Irgendwie hier rüberkommt. Okay, da sind sie. Da sind die kleinen Shitfucker. Will ich hier hochfahren? Wohl eher nicht. Aber da gerade welche vorstürmen. Guck dir das an. Jesus. Trotzdem muss ich zurück. Trotzdem muss ich zurück. Oh mein Gott, bitte reparier schnell. Jetzt habe ich den Typen natürlich verloren und der kann mich locker wegbrezeln, denn wir kennen den M18. Und er, da wird jetzt die ganze Zeit warten. Shit. Bin ich hier richtig in der Fickmühle sozusagen? Nicht zwick, sondern fick. Ich weiß auch nicht, wo der lang gefahren ist. Guck mal, da ist noch einer. Okay, der Kollege kommt da auch vor. Aber es darf ja ruhig auch mal ein bisschen anstrengender sein. Ja. So, die Frage, wo sind die hier alle? Offensichtlich direkt neben mir. Mhm. Geht's gut. Jetzt will der sich ja auch noch vormogeln. Oh! Ist halt blöd, wenn man selber noch auf der Suche ist und der andere schon die ganze Zeit auf einen wartet, weil er so skillig ist. Das ist natürlich scheiße jetzt. Muss man ganz ehrlich sagen. Ja, diesmal lief es nicht so gut, gebe ich zu. Aber hey, es gibt niemanden, wo es immer optimal läuft. Gibt's einfach nicht. Wie hieß denn der eine Typ da? Mein Gott, scheiße, der hat doch selber gesagt, dass er ungefähr mal 10 Videos aufnimmt, aber immer nur das Beste veröffentlicht. Und das mache ich natürlich auch schön. Und jetzt bin ich auch gleich schon wieder weg, jopp. So. Schön, wenn sie schon am Spawnpunkt hängen, aber ist mir jetzt eigentlich auch scheißegal. Wenn solche Matches gibt es und ihr kennt sie alle. Das sind die Matches, wo man schon auf den Löschen-Button klicken will vom Spiel. Wo man die Maus zerschlägt. Gegen den Monitor prügelt. Und jetzt werden wir haushoch verlieren. Ich komme wahrscheinlich gar nicht mehr rein. So ein Scheiß hier echt. Mission gescheitert! Jo, 15. Ist doch echt nicht wahr. Aber die haben uns richtig zerknüppelt. North African Style hier. Ah, so ein Scheiß. Ja, wie auch immer, trotzdem danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein, ciao, ciao.